Hallo und willkommen zurück zu unseren heutigen Aufnahmesession von Enshrouded. Und auch ein Hallo an alle Freunde, die gerade schon bei Twitch drin waren, die ich noch nicht begrüßt habe, vor lauter. Ja, was machen wir denn jetzt überhaupt? Denken. Und ja, bei mir ist bis jetzt nur der Dirk. Weil die Melina hat. Ja, Hallöchen, Dirk. Weil die Melina hat. Ja, Hallöchen, Dirk. Dirk? Hallo? Dirk? Ja, Dirk? Hallo? Dirk? Hallo? Hallo, Dirk? Hallo? Hallo, Dirk? Hallo? Hallo? Dirk? Hallo? Hallo? Dirk? Wo fliegen wir hin? Keine Ahnung. So, der Udo kommt nicht ins TS. Ich weiß nicht warum. Zugegebenermaßen. Und ja. Die Melina muss gerade ihre Installation nochmal neu testen. Und die Alea ist jetzt gerade singend. Das heißt, die kommt auch gleich noch online. Also kann allerdings noch ein Stündchen dauern ungefähr. Deswegen, wir sind schon mal los. Die ersten zwei Fragezeichen klären und sagen und tschüss. Bist du unterwegs? Jo. Ja, ich hab mal die, ich zieh mal hier auf die Brücke. Ja, besser ist. Ich glaube, das andere fliegst du so oder so vorbei. Na, ah, ich glaube, es reicht sogar noch etwas über die Brücke. Ah, ist quasi fast genau die Brücke gewesen. Ach, du schaust doch schön Nahrung zu mir nehmen. Ja, Tito. Bella. Oh, da ist was zum Lesen. Habe ich das letzte Mal nicht gelesen? Nein, doch, nicht lesen. Doch. Ich glaube, hier sind wir noch nicht gewesen. Stärke der Vuka. Dieses Vuka-Lager ist die Heimat eines Kriegerkults, der sich durch Gewalt und Zerstörung definiert. Ich wünschte, ich könnte näher herankommen, um einen besseren Blick zu erhaschen. Aber das wäre wohl mein Ende. Von Zeit zu Zeit versammeln sie sich auf diesen Hügeln und tragen Gladiatorenkämpfe aus, bei denen der einsame Überlebende gekrönt wird. Ich nenne ihn jetzt den Gladiator. Diese bösartigen, grobschlächtigen Ungetüme verfügen über unglaubliche Kampffähigkeiten und schöpfen ihre Kraft aus dieser Steinsäule, die sie verehren. Wenn jemand verrückt genug sein sollte, gegen einen der Gladiatoren anzutreten, empfehle ich, selbst einen dieser Stoßzahnbass auszuprobieren. Ja, danke für den Tipp. Aber ja, ich glaube auch, wir sind noch nicht hier gewesen, weil normal, wenn du was gelesen hast, wird es ja auch hört es ja auf zu leuchten. Das ist natürlich dunkel. Ist ja klar. Wer bist du? Sollen wir den tot machen? Ja, ich würde sagen, ja komm, machen wir ihn tot. Dirk. Mama! Das war ein Treffer, Alter. Upsi. Connection. Das kann auch sein. Mach auch nochmal an. Ja. Computer aus, nochmal an. Oh, Vuka Gladiator Kopf.
Und zwei Ringe habe ich gekriegt. Beide bringen plus 10 Lebenspunkte. User disconnected from your channel. Muss ich mal vergleichen. Plus 10 Lebenspunkte bringt der eine. Rucksack. Und er bringt auch Ausdauerpunkte und Mana-Punkte. Aha. Ich komme gleich, schreibt der Udo. Okay, also Udo kommt auch gleich, Leute. Was soll ich sagen? Okay. Tja, haben die eben keinen Spaß mit dem Fuka-Krieger gehabt. Ne? Ja, genau. Oh, jetzt geht's weiter. Und zwar müssen wir hier in die Richtung. Und das ist ja hier noch irgendwie ein Tempel oder was? Auf jeden Fall leuchten auf einmal meine Hände. Kann man von hier runterspringen? Aber der leuchtet immer noch, wundert mich so ein bisschen. Kannst du vielleicht auch noch was looten? Ja, hab ich eben versucht. Okay. Da unten ist irgendwie eine Höhle. Ah, hier ist noch zwei Wukas, zwei Teddybären. Die sind ja keine ernsthafte Bedrohung für uns. Muss man ja einfach mal so sagen. Hä? Hi, Udo. Hey. Nee, doch, Melina, okay. Nee, doch, Melina. Ist noch einer da? Da oben steht noch einer. Aber erstmal looten. Oh, traust du dich nicht runter? Komm her und spiel mit uns. Komm. Komm her und spiel mit uns. Na los, komm her. Oh, meine Hände sind die Festplatte voll. Nö, das kann eigentlich Festplattenmenge nicht liegen. Bei meinem PC kann es alles sein. Starte mal ein anderes Spiel, ob das läuft. So viele andere habe ich nicht. Ist egal, irgendein anderes. Ah, hier sind Zaubersprüche und Pfeile drin. Ach, da unten ist noch ein Teddybär. Tod den Teddybären. Haben wir geschafft, oder? Ja, würde ich sagen. Ja, ob das ist das Fragezeichen gewesen? Nee, das Fragezeichen ist 200 Meter in die Richtung. Da rein, wa? Die Frage ist, können wir das? Weil das leuchtet rot. Rot war böse, ne? Rot ist böse, ja. Ich fliege erstmal hier auf diesen festen Grund. Und guck da mal weiter rein. Naja, da unten ist Lava. Und da hinten ist eine Miasma-Wurzel. Also die anderen Spiele laden. Zumindest World of Warcraft. Oh.
Tja, ich weiß noch nicht eine gute Strategie, wie wir da runterkommen. Also was Neueres hast du nicht als World of Warcraft? Neueres? Ja, doch. Was darf ich anspruchsvoller ist. GW. Ja, GW hast du nicht drauf. Ach stimmt, haben wir ja runtergeschmissen. Muss man deswegen runterschmeißen. Mal eine Stelle suchen, wo wir gut rüberkommen. Rüberkommen, ja, muss so da vorne vielleicht. Ah, da ist eine Brücke. Woran kann es noch? Okay, wenn andere Spiele funktionieren. Vielleicht mal den Server adden. Ist ja nur ins Spiel reingegangen, ne? Naja, und das Spiel funktioniert ja schon nicht, ne? Ja. Okay, hier können wir durchlaufen. Okay. Okay, lass uns mal hier stehen und nachdenken. Dann drücke ich weiter auf Aufnahme. So. Wir haben die technischen Probleme bei Melin noch nicht im Griff, also nicht wundern. Wir haben jetzt mal kurz auf Pause gedrückt. Wenn mal der Dirk noch Zeit hat, ein bisschen zu fummeln. Können wir in den Turm rein, oder? Oh ja, können wir machen. Hab ich gar nicht gesehen. Bei der Masma drin oder wo ist das? Ja, wir sind im Yasa drin. So, war komisch. Wäre auch mal nicht schlecht, wenn man hier den Bereich mal vergrößert, ne? Bereich? Ja, den roten Yasma wegmacht. Ja, nicht schlecht, das stimmt. Oh, ich habe einen Bogen und hier ist ein Zauberstab drin. Ups. Den Bogen mal irgendeinen mit. Ja, den wieder runter. Ja, mit. Ja, ich bin nochmal nach ganz oben gegangen. Gibt es auch. Kann ich für aufladen. Man sieht aber nicht viel. Machen wir so. Und von daher, ein Flug von hier oben wäre zu riskant. Meinst du? Ja, aber nicht. Findest du gefährlich? Ja, denke ich. Nur was gegessen, ich komme jetzt hinterher. Ah, da kommt schon wieder einer im Boden. Einer? Eine. Warte mal. Eine Stunde später. Das trifft wenigstens. Er muss doch tot sein. Er ist unschwer. Ich glaube, er ist tot, aber er ist zu faul, um umzukippen. Ja, genau. Och man, da war ja gerade mal schön und sterblich. Das war sehr lieb von dir. Ja, musste sein. Man muss auch mal Verständnis für seine Gegner haben. Echt? Ja, finde ich schon. Geht ja wohl. Oh Lord, der oben oder unten?
Wir sind gerade unten im Miasma, aber nicht ja, ganz unten. Aber da ist ja auch schon auf Berge. Richtung, noch sind wir oben auf dem Berg. Aber das Ziel scheint da oben drauf zu sein. Hab ich den Eindruck. Da gehen wir mal gucken, wa? Ja. Da Meister. Also wir gehen gerade wieder den Berg hoch. Vielleicht siehst du uns gleich wieder. Wer ist denn der tapfere Bogenschütze, der uns hier begleitet? Ich. Ich. Glaube, das ist. Aber bei Rastelot kannst du schon mal nicht mitmachen. Da musst du schon ein bisschen mehr faken für. Also, ich gehe davon aus, dass hier unten drunter ist. Ja, ich glaube leider auch, dass es hier unten drunter ist. Sollen wir uns rein. Sollen wir es reinbuddeln? Nein! Nein! Scheiße! Ja, ja, zeig nach unten. Na gut, springen wir mal. In den Tod! Ah ja, da ist ja die Asthma-Wurzel. Ich hab sie. Asthma-Wurzel. Ja, lass mal die Wurzel. Die Asthma-Wurzel. Ja, und jetzt wird die Welt wieder schön. Echt? Ja, ist das nicht schön, wenn die Welt schön ist? Oder? Ja, schön. Wo ist denn Udo? Ich glaube, der ist oben geblieben. Udo? Ja, mal los. Atemlos. Durch die Nacht. Ja, genau. So, also, wir müssen jetzt Richtung Norden. Wir können natürlich nochmal zu den Nieraugen warten und von da aus fliegen. Das ist, glaube ich, einfachste. Da oben hin. Ja. Den Flammentempel oder was das ist. Verfügung der Flange, genau. Die Warte. Wie fügen wir in der Flange? Ja, ich will jetzt zu der Niederauen-Warte, genau. Berlin, dann muss auch schon mal gucken, ob das jetzt fertig ist. Wir sind, du standst doch oben auf dem Berg, oder nicht? Udo. Ja, im Moment habe ich noch das Problem. Du hast gerade bekämpft. Okay, der läuft irgendwie zu Fuß durchs Miasma. Soll dir helfen, komm. Was? Sollen wir dir helfen kommen? Also du musst jetzt Richtung Norden und dann Richtung Westen. Also oder du gehst direkt Nordwesten halb. Da ist die Brücke. Und dann kommst du aus dem Miasma raus. Ja, weiter Nordwesten. Seite vom Jasma. Tja, und während wir auf Eis, wir fliegen am besten Richtung Grünstreifen nach vorne, genau. Und laufen dann außen rum am Jasma vorbei.
Alles klar. Also, ja, hallo und willkommen zurück. Wir sind im Jagdmann nicht mehr, sondern wir sind jetzt hier auf dem Turm und let's go. Tschö, Udo. Wo soll denn die Richtung mal nicht? Ja, ja. Na, mach ich doch. Du flugst einfach einmal nach oben. Ja, das ist der Aufwind, den kannst du machen beim Skyder, wenn du ihn hast. Ah, genau, okay. Mit dem Doppelsprung. Ah, okay. Cool. Das heißt, du bist jetzt irgendwo über uns. Ich sehe euch da unten laufen. Okay. Cool. Ihr seid ja auch meine Untertanen. Ja, in dem Fall wohl, ne? Lauf, sind jede Menge Wölfe jetzt. Ja, alles klar, Roger dat. Fleisch brauchen wir. Aber es wird auf jeden Fall Zeit, dass wir erstmal hier vorne Boote wegmachen. Mhm. Ja, aber dafür brauchen wir den Kopf des Ehrlichwurm oder wie heißt. Da müssen wir den suchen. Weißt du, wo der ist? Dirk. Nein. Eine Hauptstadt. Du kennst das Tier. Wir wollen alle nicht mit mir kämpfen. Doch, die haben mit dir gekämpft. Nein, nein, die Wölfe wollen nicht mit mir kämpfen. Die sind also, alle an mir vorbei. Das ist ja mies, ey. Ja, echt mies. Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Richtung Hauptstadt. Ist das. Ah, okay. Erreiche die Hauptstadt, steht da oben. Ah, das ist die nächste Mission. Ah, okay. Das ist aber viel weiter nördlich noch. Ich finde die Hasen so flauschig. Komm her, Hasi, Hasi. Komm her. Na, komm her. Na, komm. Dann nehme ich Arschlochhase. Wiener noch auf. Wir gucken nachher, wenn die reinkommen. Noch ausrüsten. Ich glaube, die hatten noch nicht alle Klamotten. Mhm. Du, du, du. Nach rechts. Ah ja, nach rechts, stimmt. Hatte meine Karte gerade gesagt. Nach rechts. Nach rechts. Säulen der Schöpfung. Aha. Ah, hier ist es. Refugium der Flamme. Rein, das Glück hinein. Gesundheit. Danke. Bitte. Und was sagt dein Update? Ist fertig. Nimmst du die Flamme mit oder nehme ich die mit? Kannst du ruhig mitnehmen. So. Ja, jetzt würde ich sagen, hier. Zu dem Fragezeichen als nächstes, ne? So direkt hier vorne, ne? Wo hast du denn noch ein Fragezeichen hier vorne? Es funktioniert. Funktioniert, also soll ich behaupten. Links ist noch ein Dörfle. Dann. Da waren wir aber schon. Meinst du Wieshof, ne? Da waren wir schon. Borden nee. Wir uns jetzt. Säulen der Schöpfung. Wo sind denn die? Hm.
Unterirdische Schein der Flamme, Niemandstal, Obelisk. Ja, dann geh du mal vor. Nee, wir gehen mal zu Fuß. Ja. Da lohnt sich nicht zu porten, da ist nichts in der Nähe. Oder auch nicht. Ist ja rausgeflogen, was? Dann startet das Spiel gleich nochmal.